The wonders of life got the prettiest side for everyone to enjoy. Standing up close by the Christmas tree, glimmering light, I am right where I wanna be. I will be home for a couple of days, wander around with you. You and me in the cold, thought it never be true. Wherever I go, I got. Hello, hello, meine Lieben. Ihr habt es am Intro schon gesehen. Wir machen heute einen Adventskalender, einen selbstgemachten. Ich werde 3 Stück machen und zwar werde ich 3 Freundinnen überraschen. Ihr seht gerade im Überblick, was ich dafür alles schon besorgt habe. Hier habe ich noch weitere Utensilien geholt, die ich noch so hatte. Bänder und Deko und so weiter. Da werde ich dann später mal sehen, was ich davon brauche. Und hier sind dann die jeweiligen Päckchen. Dazu war ich bei Teddy. Ich musste nochmal zu einem anderen Teddy fahren, weil es die in dem einen Laden eben nicht mehr gab. Deshalb musste ich auch verschiedene Farben nehmen, aber dazu kommen wir später noch. Und zwar sind es einfach nur so Backformen, Mini-Backformen. 10 Stück in einer Packung. Also das heißt, ihr könnt dann 5 Paketchen draus machen. Ist total easy. Ihr könnt es schon sehen. Hier sind so Einstanzungen. Ihr müsst euch das einfach dann nur zusammenfalten. Ist wirklich total einfach. Und bitte wundert euch nicht, denn beide sind gleich groß. Würde ja bedeuten, dass das gar nicht so ineinander geht, aber mit ein bisschen Übung geht es dann doch. So sieht das Ganze dann aus. Das Ganze könnt ihr dann natürlich noch verzieren. Ich habe hier noch so Aufkleber eben gekauft. Da werde ich dann später mal sehen, wie ich das mache. Und ich würde sagen, ich wünsche euch jetzt schon mal ganz viel Spaß beim Video und los geht's mit unserem Adventskalender. Oh, I have stopped running. There is no way trying. You better loosen your belt. Drinking hot wine by the fire. Don't care of anything else. It's Christmas and some kind of love, my friend. I pray it will never end. Do you like to be here too? It's Christmas and outside snow's glistening. Just you and me tonight. I'll spend all this Christmas with you. Also ihr könnt euch jetzt den Aufkleber zum Beispiel hier oben drauf machen oder eben hier so seitlich, damit ihr das Paketchen verschließt und euch dann hier die Zahl drauf schreiben, welche Paketnummer das ist. Aber das gefällt mir jetzt nicht ganz so gut, weil man dann hier nur dieses Made sieht und unten das with love drauf steht. Ich möchte das Ganze ja dann so stapeln, also so verschenken, ne? Das Ganze aufeinander stapeln. Ich werde mir jetzt hier einfach so einen kleinen Aufkleber drauf machen und hier dann eben die Paketnummer. So gefällt es mir, denke ich, am besten. Ja, so werde ich das jetzt machen. Ich werde aber trotzdem hier oben drauf noch diesen Aufkleber machen, weil mir das total gut gefällt und weil ich das sehr edel finde. Und so sehen die fertigen Boxen jetzt aus. Ich habe überall die Aufkleber drauf gemacht. Hier muss ich noch die jeweilige Zahl drauf schreiben. Hier habe ich mir jetzt so Sternchen zurechtgelegt. Die möchte ich dann auch noch mit reinlegen in die Box. Hier habe ich Füllmaterial und dann habe ich jetzt schon mal einen Teil der Geschenke hergeholt, damit ich es euch mal zeigen kann. Vielleicht dient es als kleine Inspiration. Ich habe es einfach immer so gemacht, dass wenn ich bei DM war und was Schönes gesehen habe, so wie das zum Beispiel, habe ich es einfach schon mal mitgenommen. Und jetzt denkt ihr euch bestimmt, wie soll denn so ein großes Geschenk in so eine kleine Box. Ja, da muss ich euch recht geben, die Boxen sind tatsächlich sehr klein, aber da werde ich es einfach so machen, dass ich das jeweilige Geschenk separat einpacken werde. Ich schreibe hier die Zahl drauf und auf einen Zettel schreibe ich dann auch die jeweilige Zahl und packe es eben in die Box rein. Es muss nicht jeden Tag irgendwas Exorbitantes sein. Ich denke, dass da einfach der Gedanke zählt. Ich habe jetzt hier zum Beispiel so eine Kerze bei DM noch mitgenommen, also so eine große Packung. Dann habe ich hier zum Beispiel einen Pflegestift, finde ich auch schön, würde ich mich auch drüber freuen. Oder zum Beispiel eine Maske, was für die Badewanne. Oder natürlich Schminke. Ich habe hier zum Beispiel auch eine Packung Taschentücher, finde ich auch eine richtig schöne Idee. Aber da könnt ihr natürlich das so machen, wie ihr das möchtet, eurer Fantasie freien Lauf lassen. Natürlich auch was selbst basteln. Ich habe jetzt hier zum Beispiel auch sowas. Da werden wir wieder Seifen basteln mit den Kindern. Da kommt dann bestimmt auch eine Seife mit in so eine Box.
Für einen besonderen Tag, den 24. natürlich, habe ich auch was besorgt, und zwar bei Nanunana. So ein kleines Fläschchen, da werde ich was Schönes reinschreiben, ein schönes Gedicht und einen Gutschein verschenken, weil es ja ein besonderer Tag ist. Das passt eben auch ideal hier in diese Box rein. Ich habe zum Beispiel aber auch für einen anderen Tag mir überlegt, dass ich so ein Herz verschenken werde. Ich mache hier noch eine Schleife dran, schreibe was Schönes drauf und dann kann sich das meine Freundin eben an den Tannenbaum zum Beispiel hängen und freut sich eben daran, was ich ihr draufgeschrieben habe. Ja, soweit von den Geschenken. Ich zeige euch nochmal das kleine Fläschchen. Wie gesagt, das passt eben auch ideal hier rein. Ich werde das Ganze jetzt mal schön drapieren und dann hole ich euch einfach nochmal dazu. Such a charm, got you up in my arm. There's nobody at the door. You said I wish this will never be over. Darling, it's time for your present. Come over here. Now it is time to get out in the snow, lighting a light with you. Ein kurzer Zwischenstand von mir. Die Boxen sind jetzt alle befüllt. Ich zeige euch jetzt absichtlich mal diese Seite. Hier auf der anderen Seite sind ja diese kleinen Aufkleber drauf. Und das Anordnen, das könnt ihr natürlich so machen, wie ihr das möchtet. Wenn ihr dieselben Farben jetzt habt wie ich, könntet ihr natürlich auch mehrere schwarze Boxen aufeinander machen oder. Oder wenn ihr andere Farben eben genommen habt, macht es einfach nach eurem Geschmack. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt mal auf die andere Seite, damit ich euch die Aufkleberseite nochmal zeigen kann. Was für ein Wortspiel. Super. Und das ist eben, wie gesagt, die andere Seite. Es ist nicht schlecht, also mir gefällt es so auch sehr gut, aber es wirkt so ein bisschen unruhig und deshalb wollte ich, wie gesagt, doch andere Aufkleber noch kaufen. Und ja, so sieht es jetzt von oben aus. Und so sieht jetzt die andere Variante aus, also mein zweiter Adventskalender. Hier habe ich jetzt diese anderen Aufkleber drauf, von denen ich vorhin erzählt habe. Die gefallen mir auch sehr, sehr gut. Ich habe das Ganze jetzt nur mal hier so hintrapiert, damit ihr das ungefähr sehen könnt, wie das aussehen würde. Und jetzt nehme ich das Ganze, bringe es wieder rüber, packe es ein und verschicke es eben an meine Freundin. The wonders of life got the prettiest side for everyone to enjoy. Standing up close by the Christmas tree, glimmering light, I am right where I wanna be. I will be home for a couple of days, wander around with you. So, meine Lieben, dann verabschiede ich mich jetzt mal hier an dieser Stelle. Ich packe das mal alles schön weiter, habe noch Füllmaterial, mache das zurecht und bringe es dann zur Post. Und dann hoffe ich natürlich, dass sich meine Freundinnen freuen werden über meinen selbstgemachten Adventskalender. Schaut gerne mal in meine anderen Videos vorbei. Ich habe noch mehrere Adventskalender gebastelt in den letzten Jahren, besonders für meine Kinder. Da würde ich mich wahnsinnig freuen. Ich verlinke euch die Videos mal unten in der Infobox. Jetzt wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Bleibt mir alle gesund und bis bald. Tschüss!